Hallo und herzlich willkommen bei Hausfrauenküche. Bevor ihr mit dem Herrichten der Zutaten beginnt, könnt ihr schon mal den Backofen auf 180 Grad vorheizen und Nudelwasser aufstellen. Dann schneidet ihr den Schinken kleinwürfelig und vermischt ihn anschließend mit 2 Drittel des Mozzarellas. In der Zwischenzeit die Nudeln in Salzwasser kochen. Zu unserer Schinken-Käse-Mischung kommt nun das Crème fraîche, die Sahne und alle beschriebenen Gewürze. Das Ganze gut durchrühren und dann die gekochten Nudeln dazugeben. Wir bestreuen nun mit dem restlichen Mozzarella und backen das Ganze bei 180 Grad für ca. 20 Minuten. Dazu würde hervorragend noch ein grüner Salat passen. Ich wünsche euch gutes Gelingen, bis zum nächsten Mal, eure Hausfrauenküche.